Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich im Schwitzkasten. Schauen wir, was dich im Schwitzkasten hält. Blockaden, Lösungsansätze, worum geht es hier überhaupt? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann. Worum geht es? Spirit ist ganz nah bei dir, doch du bemerkst ihn oder sie nicht. Mit einem Auge versuchst du alles zu durchleuchten. Das sind die Gedanken. Die ewige Suche nach dem Sinn dahinter. Und mit einem Auge möchtest du nicht sehen, was im Innen ist. Negativität, Pessimismus. Liebe zur Dunkelheit, in der Stille oder schlichtweg zum Pessimismus. Der Pessimismus der dich zur Weisheit tragen möchte. Ein translucides Dasein. Warum wird es nicht genutzt? Du lässt dich tragen. Von Energien, denen du dir nicht bewusst bist. Blind. Es geht um das Mitgefühl bei dir. Mitgefühl lässt dich erkennen. Mitgefühl lässt dich wachsen. Mitgefühl lässt dich entscheiden, wo du hin möchtest. Mitgefühl ist das abhanden gekommen. Kehre dich nach innen. Ich sage dir, du hast das Gefühl, Opfer deines eigenen Schicksals zu sein. Doch, wenn du statt die Augen davor zu verschließen, ein Auge nach außen richtest und das zunehmende Auge für die Innenschau, für die Regungen in dir benutzt, innehältst, nicht gleich schnell, schnell, schnell reagierst, abwartest, wirst du dieser Energie, den Energien, dem Feind die Möglichkeit geben,
sich zu zeigen. Was ist der Feind? Unentschlossenheit über eine Reise, die Zukunft, Liebe ausharren, kannst du annehmen? Ein Zyklus, der nicht endet. Du bist in der Warteposition. Der Zyklus der Veränderung, der dich aber auch davon abhält, zu wachsen, weil du zu unschlüssig bist und das Ruder nicht in die Hand nimmst. Mit einem Bein im Neuen, mit dem anderen im Alten. Und so kannst du selbstverständlich keine klare Sicht erlangen. Es fehlt die Entschlossenheit. Du hast das Gefühl, etwas in dir ist zerstört worden, gebrochen worden. Schachmatt wurdest du gesetzt. Wie gesagt, gebe der Zeit ihre Zeit. Du bist ein tapferer Krieger. Werde dir klar, was du willst. Dein Schwitzkasten ist die Unentschlossenheit. Dein Schwitzkasten ist anderen zu viel Autorität über dich zu geben, darüber zu entscheiden, was zu tun ist, wie du es zu tun hast. Ja, und so bist du der Tischtennisball, die Fahne im Wind. Doch, du hast dich dran gewöhnt, du kommst gut damit klar. Step by step, doch führst du diese Schritte durch. Innen wie außen. Außen wie innen. Du hast dich damit zurechtgefunden, lieber Wassermann. Ab und an kommt ein Lichtstrahl und dann machst du Pläne. Doch die Jungfrau macht nach wie vor die Pläne für dich. Weißt du das? Errungenschaften. Es gilt, etwas zu erkennen. Werde komfortabel. Dass die Reise unbedacht sein soll. Ohne Kontrolle, leicht. Du bist begleitet. Falls irgendwas ist, wirst du rechtzeitig gewarnt. Doch wenn du nicht aus dem Üblichen heraustrittst,
Wie soll die Reise beginnen? Bringe der Jungfrau Mitgefühl entgegen und sie wird schachmatt gesetzt. Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao.